poquito de tu amor, siquiera. Dame un poquito de tu amor. Hallo! Ja, es tut mir total leid, dass es jetzt erst was geworden ist. Ich habe mir ja, bevor ich abgefahren bin, vorgenommen, jede Woche 2 Videos hochzuladen. Habe mir das auch schön in mein Handy programmiert und dass es mich daran erinnert und so. Und irgendwie habe ich gerade eine ganz schlechte Energie, eine ganz schlechte Aura. Alles um mich herum, was irgendwie technisch ist, geht kaputt. Mein Smartphone ist auf einmal kaputt gegangen. Mein Ersatz-Handy funktioniert nicht mehr richtig und mein Laptop. Ja. Schade. Ich habe mir jetzt eine Kamera ausgeliehen von einem Freund. Ich hoffe, sie hält. Und ich mache sie nicht kaputt. Es ist eine sehr teure. Aber wir werden sehen. Und natürlich ist es jetzt schade, dass ich das so ein bisschen nachtragen muss, was jetzt die letzten 2 Wochen passiert ist. Ich habe mir das auch anders gewünscht. Das ist so. Die letzten 2 Wochen habe ich in Nowhere verbracht. Also es gab sowohl kein Internet als auch keine wirklichen technischen Geräte dort. Nur der Besitzer von der Farm hatte seinen Laptop und der durfte auch Internet benutzen. Aber das Haus war auch nicht zu finden mit GPS und sonst was. Also es war irgendwie sehr merkwürdig. Ich wurde dann von dem Besitzer in der Stadt abgeholt und dorthin gebracht und habe dort 2 Wochen Woofing verbracht. Woofing ist eine Organisation, die es überall auf der ganzen Welt gibt und wo man auf dem Land oder auf Farmen arbeiten kann und dafür Essen und Trinken kriegt und einen Schlafplatz. Und ich kam an und war erstmal ein bisschen entsetzt, weil ich es ziemlich dreckig fand. Also für meine Verhältnisse. Also ich finde, es muss auch nicht picobello sein, ja. Aber irgendwie, also der Raum mit den Essenssachen, der roch nicht besonders anregend. Und die Küche war halt ziemlich verdreckt. Aber so nach ein bisschen Putzen ging das und war das auch okay. Dann hatte ich ein kleines Zimmer für mich alleine. Das fand ich sehr schön mit einem kleinen Ofen, den ich anheizen konnte, um es mir warm zu machen. Und einem kleinen Fenster oberhalb. Das war ein relativ dunkles Zimmer. Ich habe aber auch nicht so viel Zeit dort verbracht. Und habe mich meistens eher in dem Haus aufgehalten. Und ja, und dann sah meine Woche eigentlich so aus, dass Dienstag bis Donnerstag hätte man einen Tag frei nehmen können. Das war bei mir jetzt nicht so der Fall. Ich war nur 2 Wochen da. Hat mich jetzt auch nicht großartig viel gestört. Ich habe dann einen Tag, bevor ich abgereist bin, habe ich einen Urlaubstag bekommen. Der hat mir dann auch nicht so wirklich viel gebracht, weil ich an dem Morgen erfahren habe, ja, du hast heute frei. Und irgendwie nichts organisieren konnte. Also sonst hätte ich mich vielleicht mit irgendjemandem getroffen und hätte mir noch ein bisschen die Insel angeguckt, aber sowas war ich so ein bisschen blockiert. Aber es war okay. Also ich habe die Zeit trotzdem genutzt und ja. Und dann hatte man Dienst, also nee, Freitag und Samstag waren die Picktage, also man hat irgendwie alles abgeerntet und auf dieser Farm gab es halt Avocados, Blutorangen, sehr lecker, Mandarinen und Zitronen und Grapefruits und ganz viele andere schöne Sachen, auch Olivenöl. Das haben sie aber nicht selbst produziert, sondern das haben sie liefern lassen und haben dann ihre Kisten damit gefüllt und das an Frankreich, Italien und Deutschland weiter verschickt. Und ich glaube auch Österreich. Ja, und wenn man dann das abgeerntet hatte, dann fing am Sonntag und Montag fingen die Packtage an, also die ganzen Kisten verpacken, abwiegen, Adresse raufschreiben und losschicken. Der ganze Prozess an sich, der war unheimlich interessant, wie was funktioniert, wie muss man das packen, was darf auf gar keinen Fall unten liegen,
und dass die Avocados zum Beispiel immer in der Kiste mittendrin liegen müssen, weil wenn man sie außen sieht, werden sie ganz oft geklaut. Das wusste ich auch nicht, fand ich auch sehr merkwürdig. Also sie sind sehr teuer auf jeden Fall und auch sehr lecker. Aber dass sie dann wirklich geklaut werden, hat mich schon ein bisschen entsetzt, muss ich sagen. Und dann gab es auf der Farm verschiedene Tiere, um die wir uns kümmern mussten oder durften. Das waren zum einen 7 kleine Welpen, 3 große Hunde, 2 Katzen, 8 Gänse und ganz viele Schicken, die unheimlich viel Tara gemacht haben. Und so zu merken, okay, die müssen gefüttert werden und irgendwie sich selbst so einen Plan zusammenzustellen, das war schon eine Herausforderung, weil ich bin ja nicht auf dem Baumhaus groß geworden. Ich weiß gar nicht so richtig, wie das funktioniert, worauf man achten muss. Aber da irgendwie zu merken, okay, du musst das und das anrühren und dann gehst du in das Feld sozusagen, wo die Hühner leben und dann kippst du das da hin und irgendwie abends dann auch die Gänse wieder eintreiben, das war schon sehr, sehr aufregend. Vor allem, weil ich echt Angst habe vor Gänsen. Ich wurde nicht gebissen, sie haben aber versucht, mich zu beißen. Und dieses Pfauchen, auch wenn ich zurückpfauche, ist es irgendwie doch sehr... So, ich beobachte sie gern vom Weiten, aber es muss nicht unbedingt sein, dass ich ihnen näher kommen muss. Und ja, genau. Was war noch? Ja, die Welpen waren natürlich noch da. Mit denen bin ich dann am letzten Tag ein bisschen zusammengecrasht, weil ich für meine Mädelstruppe, wir waren 5 Mädels, ein Junge, der aber schon seit irgendwie 7 Monaten auf der Farm war, und dann halt der Besitzer. Und wir haben ganz viel gekocht und ganz viel Kuchen gemacht aus Avocado und Blutorange, und es war unheimlich lustig. Und ganz viel Karten gespielt. War schön. Und ich habe auf jeden Fall am letzten Tag als Überraschung ein Lemon Curd gemacht und auch versucht, ein Orangen Curd zu machen. Habe es in mein Zimmer gestellt, damit es kühl wird und damit auch das als Überraschung auch wirklich, dass das keiner erfährt. Ja, also auf jeden Fall sind die Hunde dann, die Welpen, in mein Zimmer und haben alles aufgefuttert. Das hat mich sehr geärgert. Also ich war, ja, das hat mich richtig gefrustet, da war ich richtig pissig. Aber sonst muss ich sagen, waren die Welpen eigentlich ganz süß. Die laufen, das Doofe ist, man arbeitet halt, 8 Stunden am Tag, ja. Und die laufen einem immer zwischen die Beine, weil die das noch gar nicht so, weiß nicht, weil sie immer in deiner Nähe sein wollen, was ja total schön ist. Aber es war halt echt frustrierend manchmal, wenn man so eine schwere 30 Kilo Kiste hat und sich so denkt, oh, noch ein Hund, der mir zwischen die Beine latscht und die kraste aus. Aber sonst war es eigentlich ganz nett. Ja. Und sonst weiß ich jetzt gar nicht. Ist ein bisschen schade, dass ich halt nicht währenddessen irgendwie aufnehmen konnte. Aber ich hatte nicht die Möglichkeit. Jetzt bin ich bei einem Freund. Heute kommt eine Freundin von mir in Sizilien an. Und wir haben uns ein Auto gemietet und werden 4 Tage irgendwie durchs Land reisen. Und dann fliege ich zurück nach Italien, nach Torino. Und bin dann da noch 2 Wochen mit meinen Freunden. Und dann sage ich bye bye Italien. Und dann weiß ich noch nicht, wie es weitergeht. Ich bin gespannt. Ja. Ich hoffe, das Video hat irgendwie so ein bisschen den Einblick gegeben, wie es auf der Farm ist. Und wie es läuft. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr einfach so ein bisschen schreibt, was euch gefehlt hat oder worüber ich mehr erzählen sollte, weil ich natürlich nicht so richtig weiß. Man erlebt das immer, aber man weiß nicht so richtig, was ist das Wichtige, und ja, für mich ist vielleicht was anderes wichtig als für euch, und deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr mir einfach ein Feedback gebt.
Genau. Okay, bis dann. Tschüss.